Ich habe mehrmals nicht gegründet, weil ich zu viel Zweifel hatte. Es war offensichtlich nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann habe ich zweimal gegründet. Da kam die Idee auf mich zu und sie hat mich nicht mehr schlafen lassen. Und das war dann der Zeitraum, wo ich wusste, jetzt kommt der Zeitpunkt. Nein. Also ich denke, es gibt weder für Frauen einen richtigen Zeitpunkt zu gründen, noch für Männer. Aber besonders für Frauen nicht, so wie es nicht den richtigen Zeitpunkt für das erste Kind gibt oder fürs Heiraten oder in eine andere Stadt ziehen. Ja, also gute Frage, ob es den richtigen Zeitpunkt zum Gründen gibt. Wahrscheinlich nein. Und vor allen Dingen für Frauen auch nicht. Also grundsätzlich neigt man ja dazu, immer mal alles tausendmal zu durchdenken. Und also ich glaube, man muss einfach tun, weil wenn man Argumente dafür sucht, nicht zu gründen, findet man Tausende. Und ich glaube, man sollte sich einfach auf die Reise wagen. Ich denke aber schon, dass man vielleicht ein bisschen in sich reifen lassen sollte, dass man etwas tun möchte. Und das merkt man dann meistens. Und ich glaube, bei vielen Frauen ist der Fall, wenn sie lang vielleicht in gewissen Mühlen drinnen war, dass sie sagen, so, jetzt reicht's. Und das könnte durchaus mit einem ersten Kind manchmal zusammenfallen. Ich würde sagen, einen perfekten Zeitpunkt gibt es jetzt nicht wirklich, aber man kann schon sagen, also Karenz ist oft so diese Zeit der Neuorientierung, war bei uns glaube ich auch ähnlich, irgendwie so Orientierung, Neuorientierung. Und selbst Studien sagen da, dass ein Drittel irgendwie der Wiedereinsteigerinnen nicht mehr zum gleichen Arbeitgeber, zur gleichen Arbeitgeberin zurückgeht und da werden doch ein Teil von diesen Frauen und vielleicht auch Männern irgendwie gründen. Also von dem her gibt es jetzt vielleicht nicht den idealen und sozusagen den perfekten Zeitpunkt, aber es sind manchmal so diese Brüche im Leben, die dann wieder veranlassen, irgendwie eine Schubumkehr oder was neu zu denken. Haben uns überlegt, trauen wir uns nicht, machen wir das nicht. Und dann kommen wir in die D-School rein und dann ist ein riesiges Plakat über dem Treppenaufgang bei der D-School und dort steht drauf, the only way to do it is to do it. Und das war wirklich der Moment, mein Partner und ich haben das gesehen, wir haben es getrennt voneinander gesehen und beiden war klar, es gibt nur eine Möglichkeit, zu gründen, nämlich zu tun und dann zu sehen, was alles kommt, uns zu erleben. Und das war auch der Zeitpunkt, wo wir gewusst haben, nicht mehr lang warten, sondern einfach machen. Wir haben sehr lange an unseren Produkten getestet, also sehr schnell von der Idee dann in den Test gegangen und einfach geschaut, was braucht die Zielgruppe und nimmt sie das auch an. Das war so das eine. Als wir da eine kritische Masse hatten, dachten wir, okay, jetzt ist es soweit. Das andere ist, als Team haben wir uns sehr lange auch ausprobiert in sehr vielen unterschiedlichen Situationen. Und es ist ein bisschen wie heiraten, dass wir gedacht haben, so und jetzt wagen wir es. Jetzt tun wir es. Also ich wollte lange gründen. Ich war sehr unzufrieden mit dem Corporate-Leben, in dem ich lange war. Ich war international in London und Berlin. Und ich wusste eigentlich, dass ich immer ein eigenes Unternehmen gründen möchte. Und eigentlich war es dann auch so nach... Es hat sich dann aus einer persönlichen Biografie dann ergeben, nach der Geburt meines ersten Kindes habe ich dann beschlossen, ich gründe jetzt. Und deswegen haben wir gesagt, ja, irgendwer muss sich der Thematik annehmen. Und die Dynamik des Marktes hat uns tatsächlich auch dazu getrieben, dass wir die Pionierinnen in dem Markt sein wollten und auch hier wirklich Veränderungen vollbringen wollten. Deswegen haben wir gesagt, so, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, let's do it. Ich glaube, durch Visibility und Role Models und indem man viele, auch wenn man irgendwo eine Möglichkeit hat, Frauen weiter fördert und sie herzeigt und sagt, dass es toll ist und dass man sich selber so wie heute einfach herkommt und die Zeit nimmt und sagt, ja, es geht und es ist machbar und tut's was. Also ich glaube, es braucht einerseits eben diesen Mut, dass man sich wirklich traut und auch diese Idee. Und ich glaube, was vor allem auch braucht, ist ein Umfeld, das dann irgendwie bestärkt, dass man am richtigen Weg ist. Und im Optimalfall eben so ein Team, wie es wir irgendwie haben. Weil es gibt immer Punkte, vor allem der Zeitpunkt vor dem Gründen, wo man sagt, ist es wirklich das Richtige? Ist es das, was man wirklich will? Und da ist es irgendwie ganz cool, wenn man wirklich bestärkt wird. Also einerseits eben vom Team und andererseits auch vom Umfeld. Und das andere ist... Vielleicht auch noch. Ja, sag du. Frauen neigen sehr stark zur Perfektion. Und ich glaube, da muss man sich davon verabschieden. Weniger perfekt, dafür ein bisschen auch schneller und schneller adaptieren. Ja. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Das ist, glaube ich, das Allerbeste, weil damit
wir leben in einer Welt, wo ganz viele Männer mit Wirtschaft und Macht und Geld assoziiert sind. Und da braucht es irgendwie einen weiblichen Kontrapunkt dazu. Und das ist nur durch visuelle Sprache und Visibility zu machen. Ich suche die Unterstützung. In Österreich gibt es ein ganz tolles Startup-Ökosystem mittlerweile, wo man tatsächlich Hilfe findet, wo man sich auf die Suche nach Geld machen kann, wo man Geld und Förderungen findet. Das heißt, hier einfach schlau machen und im Endeffekt dann tun. Oft Sinn macht der zweite Standbein am Anfang noch zu haben, einfach weil gerade Frauen eben so ein bisschen Risiko avers vielleicht sogar sind im Vergleich zu Männern. Und da so ein zweites Standbein oft irgendwie sozusagen diesen Mut, dass man sich dann traut und sagt, okay, man geht Schritt für Schritt und geht dann sozusagen aus dem Angestelltenverhältnis Schritt für Schritt raus. Ich glaube, was man machen kann, ist Gründer und Gründerinnen dabei zu unterstützen, indem dass man mithilft, dass man fragt, was man helfen kann. Ob man jetzt mehr Babysitterdienste anbietet, ob man überlegt, dass man jemandem Geld borgt. Das, was wahrscheinlich sehr naheliegend ist, dass man versucht zu verstehen, was die Person beruflich machen will und selber darüber überlegt, bin ich eine Kundin oder kenne ich jemanden, der das braucht, und dann mithilft, dass die Leute zusammenkommen, sie bei einem Abendessen vernetzt oder selber Marketing macht für jemanden, dass die Gründerin oder der Gründer mit Kunden und mit Unterstützung in die Gründung gehen. Ein bisschen eben diese Unsicherheit letztendlich, wie geht es weiter, wie sieht es nächstes Monat aus, eben, wird da Geld am Konto sein oder nicht, ja, wird es das Unternehmen?